Es gibt die Nachlaufmethode eines festen Seitenarmes, sodass also ein Nachlaufsystem hinter diesem festen Seitenarm installiert wird, wobei hier unten das Blei eingehängt wird. Neben diesem festen Seitenarm gibt es die sogenannten Running Booms. Diese Running Booms sind ein Durchlaufsystem und bieten folgenden Vorteil. Ein Fisch, der aufgrund einen Köder nimmt, wo ein fester Seitenarm installiert ist, das Blei hier eingehängt ist, hänge es mal eben ein, hat also beim oder nach dem Anbiss das Problem, lässt man beim Biss und dem Biss, den man in der Rutenspitze merkt, das System aufgrund absacken, fällt also das Blei auf den Grund, will jetzt ein Fisch das System greifen und wegschwimmen, zieht er immer das Blei hinter sich her, ist es jetzt sogar noch in einer Felsspalte oder auf Muschelbänken abgelagert, lässt der Fisch wieder los, der Fisch ist verloren. Bei einem Running Boom System läuft also hier eine monophile Schnur durch und das zeige ich mal, wie es gebaut wird. Man nutzt dazu also sogenannte Vorfachschnur. Hier haben wir 1 mm Vorfachschnur. Es kann auch gerne 1,2 mm Vorfachschnur sein. Ungefähr 2 Meter werden hier also von der Rolle gezogen und dann abgekniffen oder so wie hier abgeschnitten. Diese 2 Meter können jetzt erst einmal ein Schlaufenknoten installiert werden. Oder wir können erst das durch den Running Boom durchziehen, sodass also hier die Schnur durchlaufen kann. Die Installation hinter dem Running Boom wird erstmal mit einer Perle versehen. Und hinter der Perle kommt ein sogenannter Easy-Wirbel. Hier kann man jetzt also Schlaufenknoten machen, so wie ich ihn jetzt hier mache, die einfache Methode oder einen richtigen Wirbelknoten, den ich hier ansetzen kann. Der Schlaufenknoten wird einfach einmal oder zweimal eingeschlauft, feucht gezogen, straff gezogen, am besten dann noch mit einer Kombizange nachgezogen, sodass der Knoten eben sozusagen totgezogen ist. Jetzt kann man das herabhängende Ende wieder abschneiden und schon ist diese Sache nach hinten hin installiert. Am oberen Ende wird jetzt einfach auch wieder eine Schlaufe gelegt und wiederum ein Schlaufenknoten gesetzt. Wie gesagt, einmal oder zweimal durch. Die Haltbarkeit, je dicker die Schnur ist, ist also auch bei einmal schon extrem gegeben, sodass ich auch hier wieder oben den Schlaufenknoten totziehe, das übere Ende abschneide und jetzt kommt also ein weiterer Sicherheitsaspekt, dass auch der Easy-Wirbel nicht geöffnet wird, nämlich einen Schlauch, ungefähr 2 cm lang, den ich über diese Schlaufe hinwegziehe, sodass, wenn jetzt hier die Hauptschnur installiert wird, mit einem weiteren Easy-Wirbel an der Hauptschnur, der jetzt ja hier dran hängt, kann ich jetzt den Easy-Wirbel in diese Schnur, ich mache es mal mit der Hand, eindrehen. Jetzt ist die Verbindung schon hergestellt und den Schlauch, den ich überziehe, sichert jetzt also noch einmal hier die Schnur zum Running Boom.
Wenn jetzt also hier unten ein Blei eingehängt wird, wiederum mit einer Abreißschnur, die durchaus dünner sein sollte als die Hauptschnur, sodass, wenn man einen Hänger bekommt, die Abreißschnur abreißt und das System erhalten bleibt. Wird jetzt hier ein Fisch an der Rute bemerkt, dann setze ich das Blei ab. Der Fisch, der jetzt hier hinten am Nachlaufsystem beißt, kann jetzt Schnur nehmen, ohne dass er das Blei mitziehen muss, da ja jetzt das Durchlaufsystem arbeitet und irgendwann am Ende dieses Durchlaufsystems, nämlich nach ungefähr 2 Meter, habe ich meinen Anhieb gesetzt oder der Fisch hakt sich selber.